Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir stehen im Viertelfinale des Knockout-Turniers und ja, den Durchgang wollte ich jetzt mal noch zocken. Wenn ich verliere, dann verliere ich halt. Dann werde ich vielleicht nochmal morgen einen neuen Durchgang anfangen. Auf jeden Fall sehr, sehr... Dreierkette, aber guter Sturm mit Ben, generell gutes Team natürlich. Benzema und Costa, aber Dreierkette sieht man nicht so häufig. Aber das könnte vielleicht meinem entgegenkommen, weil ich dann besser über die Außen spielen kann. Aber jetzt konzentrieren, nicht aufregen über falsche Pässe, merkwürdige Bälle. Oder ähnliches. Na komm. Das ist aber fast schon von hinten rein und rot, oder? Ich habe mich im richtigen Moment gedreht. Also gelb ist es mindestens. Also. Ja, gelb ist auch korrekt. Also rot wäre betrieben. Ah, es ist gelb. Ich habe, glaube ich, zu sehr aufgezogen. Ne, geht noch. Sollte auch keine Direktflanke spielen. Das ist noch nicht so schlau. Schade. Schuss sollte auch deutlich straffer kommen, aber naja, Konter 9 halt. Und ja! Ich hab's geahnt. Oh, ich hab's geahnt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich geahnt, dass. Oh, ich glaube, ich sage in FIFA 17 viel zu oft. Und dann geht kein Tor rein, aber in dem Moment hat es funktioniert. Es sah irgendwie so aus, als wenn sich da meine Spieler durchsetzen könnten, weil das ist eigentlich die Situation, wenn er so nah ans Tor geht, aber halt nicht an den ersten Pfosten. Dann muss eigentlich der Tormann rauskommen, wenn er das nicht macht. Ist immer eine ziemlich gute Situation. Ist natürlich ein Lackertor, wie gesagt. Ich weiß, dass es Lackertore sind. Sehe ich bei mir selten. Da habe ich mich verschätzt. Sehe ich bei mir selten, bei mir selber genauso wie beim Gegner. Tore nach Ecken sind einfach Lackertore, weil sie so selten passieren. Das heißt, man kann halt. Moment, wenn ich eine etwas ruhigere Sekunde habe, erkläre ich euch, warum ich das als Lackertor ansehe. Weil man kann ja auch behaupten, es ist ja trotzdem. Scheiße. Ein verdientes Tor, weil man macht ja die Flanke und der Gegner muss ja die Ecke nicht zulassen und bla bla bla. Es ist ein Lackertor, weil man es nicht wirklich direkt beeinflussen kann. Also es gibt keine Methode, wo man sagen kann, wenn man die einsetzt, die ist so konstant nach einer Ecke, dass man da halt wirklich häufig. Häufig ein Tor macht, weil man die Ecke so gut schlägt, sondern es ist einfach. Es ist einfach. Das war auch ein Lackertor. Es ist halt einfach zum allergrößten Teil Glück. Ich meine, Lacazette hat natürlich auch den Alu-Treffer einfach reinmachen können, dann wäre es ein besser ausgespieltes Tor. Aber es ist einfach zum allergrößten Teil Glück, ob sich der Spieler bei der Flanke durchsetzt und das Tor macht. Sonst würden die ja viel konstanter kommen. Und halt nicht gefühlt alle 100 Spiele mal ein Eckentor. Also ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist es ein Lackertor. Das ist wie bei einem Freistoß. Freistoße kommen so schlecht, so unkonstant, dass ich jetzt 3 direkte Freistoßtreffer gefressen habe in über 500 Spielen, obwohl ich nie jemanden auf die Linie gestellt habe. Das zeigt ja einfach, wie schlecht die Freistöße dieses FIFA 17 sind. Und dass einfach viel Glück dazu gehört. Und man halt nicht irgendwie, wenn man schon ein Nukleo hat, mit 99 Freistoßpräzision. Kurz konzentrieren. Präzision und 99 Schusskraft, dass man halt, wenn man gute Freistöße schießt, da ständig Freistoßtore macht, ist halt einfach nicht so. Und deswegen sind es halt Lackertore, weil die Präzision fehlt, weil man nicht so wie in anderen FIFA-Teilen, oh, schade, krass beeinflussen kann, ob man jetzt ein Tor macht in einer gewissen Regelmäßigkeit oder eben nicht. Fegermann, aber auch wieder ein gutes Spiel. Ja, das ist eigentlich die nächste gelbe Karte. Gibt keine gelbe Karte, aber es ist auf jeden Fall gelb gewesen. Das war auf jeden Fall gelb. So konstant, wie er mich da behakt. Kommt wieder gut, kommt wieder.
schade. Aber wir sind dran, wir sind immer gefährlich, sobald wir im Strafraum sind, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Stehen von Ribéry. Ich glaube, Ribéry, der muss dann gewechselt werden, das sollte... komm! Keine wirkliche Power mehr haben. Ah, er schießt nicht direkt. Und dann, ja, geil. Er schießt nicht direkt. Es lag halt wieder am straffen Pass, aber der Pass war so weit. Ich musste ihn einfach straff machen. Ich hab doch gesagt, dass die Dreierkette mir liegen wird. Ist nicht immer so gewesen. Wir hatten auch schon... schade. Gegner mit Dreierketten, da war es nicht so geil. Aber der, ja, braucht anscheinend doch einen Verteidiger mehr in der Verteidigung, in der Innenverteidigung. Oder halt generell in der... Abwehrkette im Hinterraum und oh, auch wieder schöner Kopfball. Er scheint noch nicht so wirklich zu verteidigen, oder? Also ich sehe nicht, dass er da irgendjemanden richtig geil positionieren würde. Wie das andere machen. Schade, schade, zu spät gemerkt, dass er das zustellt. Stehe ich zweimal richtig, er schafft es trotzdem, den Abschluss aufs Tor zu bringen, aber glücklicherweise komplett ungefährlich. Dann steht er auch relativ offensiv, wie es aussieht. Das gefällt mir. Das kommt mir natürlich entgegen, vor allem wenn er mit Dreierkette spielt. Schade. Da hatte Lacazette mal kurz Platz und ich dachte, wenn ich ihn jetzt reinchippe, kommt er vielleicht an den Ball, aber war dann leider nicht so. Das war, glaube ich, schlecht von mir gezielt. Irgendwie habe ich das zu spät gerafft. Ich wollte mit Lacazette, ich habe einen Doppelpass gespielt mit Ribéry auf Lacazette. Ich dachte jetzt... okay, spielst auf Lacazette, dann läuft Ribéry rein, hier, das war ein Doppelpass, und dann spielst du auf Ribéry, dann habe ich erst viel zu spät gerafft, hä, ich bin noch mit Lacazette in total geiler Schussposition, lauf doch einfach selber in den Strafraum und mach den rein, und deswegen habe ich dann schlecht abgeschlossen, also da war mehr drin, aber ich habe erst zu spät gerafft, dass ich ja gar nicht auf Ribéry warten muss, sondern das Ding einfach selber machen kann mit Lacazette. Ging wieder genau aufs Tor, aber leider auch zu sehr auf den Torhüter. Sehr gut von Player. Je noch mit guter Power dabei. Die Tore macht Lacazette eigentlich im Schlaf. War das sein schwacher Linker oder? Ich weiß nicht, er jubelt gerade nicht. Ich wollte schon lange mal einen Jubel machen, aber macht es einfach nicht. Macht er eigentlich im Schlaf. Mal gucken, wie er den schießt. Das war der starke Rechte. Krass, ich habe mir, glaube ich, flach ins lange Eck schießen wollen und das ist auch gar nicht ein Eigentor, oder? Nee, das zählt als Lacazette-Tor. Freut mich. Die bekomme ich ständig irgendwelche Scorer-Punkte geklaut. Aber das war ja eigentlich mehr ein Eigentor. Aber ja, merkwürdig, dass er den nicht direkt macht. War aber auch nicht platziert genug, muss man sagen. Deswegen, vielleicht habe ich auch schlecht gezielt. 3-0 war eigentlich schon wieder ein Lacker-Tor, ne? Drei Lacker-Tore, krass. Ich bin natürlich auch der deutlich gefährlichere Spieler. Also ich bin ja ständig im Strafraum. Ich habe halt leider nur kein einziges Tor rausgespielt. Aber es ist ja nicht so, dass der Gegner hier irgendwelche gefährlichen Situationen hat. Sondern ich kombiniere mich ja ständig durch, meiner Meinung nach. Das ist jetzt keine unverdiente Führung, aber halt schade, dass es drei Lagertore waren. Der Gegner nur mal geschossen, sage ich doch. Das war eigentlich ein schlechter Pass, glücklicherweise schafft Verratti da mit seiner Klasse meine Schlechtigkeit auszugleichen. Aber Lila da zuletzt dran mit Fekir hier. Also entweder in solchen Situationen nehmen sie den Ball an und lassen ihn nicht laufen. Und wenn sie ihn laufen lassen, dann ist der Ball, der Pass natürlich zu straff gespielt, sodass der Laufpass halt beim Torhüter ist. Das wäre halt eigentlich
das 4-0 gewesen. Aber interessant ist, der Gegner noch nicht abgebrochen hat. Schön gesehen. Boah, krasse Parade von Rovier. Hätte aber auch nicht gedacht, dass sich Costa da durchsetzt, aber Costa ist glaube ich auch sehr kopfballstark. Naja, das war ein überhasteter Abschluss von ihm. Ja, das war ein dummer Pass. Das war so ein Pass von wegen, oh, da ist frei der Spieler, aber ich kann jetzt noch nicht passen. Ich passe also, sobald ich passen kann, obwohl er dann eh nicht mehr frei ist. Das war dumm. War eigentlich so ein richtiger Anfängerlaufpass oder Anfängerpass auf den freien Spieler, weil er halt nicht mehr frei ist, sobald man dann zum Passen kommt. Krasses Tor. Da macht Rovier einfach mal gar nichts. Also das ist was sein Ding oder was, ein bisschen über Flanken kommen. Aber wie gesagt, Costa ist, soweit ich weiß, halt wirklich Kopfballstark. Ich bin halt trotzdem der Meinung, Flanken und Kopfballtore sind Lackertore, weil passieren halt auch zu selten. Man kann mega geile Flanken schlagen und die kommen dann so scheiße, die Kopfbälle. Oder der Gegner kommt gar nicht ins Kopfball, der Spieler kommt gar nicht ins Kopfball oder wie auch immer. Also auch zu unkonstant und FIFA 17 ist in meinen Augen kein Kopfballtitel. Oh, hier wollte ich dann direkt weiterleiten auf Ribéry. Wollte nicht auf Lacazette spielen. Muss ich straffer schießen. Der war gut, also straf von der Straffigkeit her, aber der war nicht platziert genug. Elfmeter. Das war eigentlich ein Elfmeter. Pauli ist ja nicht verletzt, wir müssen ja noch ein Spiel machen mit der Liga. Fühlt sich immer so scheiße an, mit Klick zu schießen, einfach kein geiler Distanzschuss, aber in solchen Situationen bleibt mir leider nichts anderes übrig. Dann hört doch mal auf, meine Schüsse zu blocken. Sehr schön von Verratti. Oh nein, nein! Ich hätte niemals gedacht, dass er den noch rausspitzt. Ich dachte, Ribéry zieht jetzt schön vorbei und dann flach ins lange Eck. Das war der Plan. Fuck. Ich meine, andersweise habe ich damit gerechnet, dass das passiert. Da haben wir Glück, aber ich habe nicht geahnt, dass Klick den Ball so blöd annimmt. Zu spät, die Grätsche war gut. Dann habe ich eigentlich auch nicht gerechnet, also ich habe nicht gedacht, dass jetzt grätscht. Das grätscht halt, die meisten grätschen halt einfach nicht, deswegen rechne ich fast nie damit. Ein 2-3 wäre echt nicht verdient, ohne Scheiß. Wir hatten so viele gute Chancen. Auch wenn unsere Seitore Lackertore waren. Manchmal geht es halt einfach nicht anders.
Oh, schade, dass der hängen bleibt. Oh, verdammt! Wieder eine gute Situation, die wir nicht ausgespielt bekommen. Meiner Meinung nach ein Foul. Das war aber ein schön rausgespieltes Tor. Also jetzt haben wir es dann doch noch hinbekommen. Sehr schön. Und der war einfach ins lange Eck geschlenzt. Und das kriegt dann auch ein Verratti hin, ohne dass er einen guten Abschluss hat. Sehr schön. Doppelpack Verratti fällt mir gerade ein. Als Sechster ohne Abschlusswerte. Als, ja doch, passt schon. Ich glaube, er hat weder einen guten Abschluss noch einen guten Distanzschusswert. Er hat glaube ich auch keine gute Schusskraft, also eigentlich kann er nicht schießen. Tore, zwei Verratti, einmal Lacazette, einmal Aurier Vorlagen, einmal Verratti, einmal Player, einmal Lacazette. Also drei Scorerpunkte in einem Spiel für Verratti, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sind wir schon im Halbfinale. Das läuft ja jetzt schon wieder deutlich besser, war aber auch absolut verdienter Sieg. Das heißt, wir würden dann, falls wir jetzt gewinnen sollten, im Finale mit Aubameyang spielen. Von Alonso könnte man auch fast einen 99er Vertrag geben. Ich wüsste jetzt gar nicht, welcher andere Spieler da kommen könnte. Diarra könnte mal kommen, den könnte man testen. Matuidi Inform wäre wahrscheinlich ziemlich teuer, aber könnte man auch testen. Aber ich glaube, ich war gut bei Matuidi, weiß ich nicht. War ja ganz okay als die normal, also die November Form, die wir gespielt haben, war ja auch ganz okay. Könnte schon sein, dass eine Inform davon geil wäre, aber die wäre halt sehr sehr teuer. Von Alonso war super billig. Und ist ja der beste klassische Sechser jetzt auf jeden Fall im Spiel bisher, den ich gespielt habe. Oh, sehr, sehr starkes Team. Sehr gute Innenverteidigung, dafür aber einen eher schwachen Torhüter mit Diego Alves. Er hat halt ein schlechtes Stellungsspiel und auch, glaube ich, keine. Der fängt nicht gerne einen Ball, also da hat man eher mal einen Abpraller. Aber ich versuche jetzt vor allem wieder so zu spielen wie in dem Spiel gerade eben. Das lief sehr gut. War das der Spieler mit der Dreierkette? Ja, ne? Schade. Schade. Ich hatte kurz Angst, aber das war schon sehr weit weg und es war auch schwierig mit der Ballkontrolle, weil er da gerade erst die Schuster schon gemacht hat. Er scheint beides zuzustellen, von daher. Oh, schade. Oder eigentlich einen Kopfball zum Tor wieder machen. Kommt wieder mal nicht weit genug. Oh, der Gegner spielt auf jeden Fall besser. Das wird unangenehm. Macht viele Direktpässe, wie man sieht. Schön, wie mich da durchlaufen lässt, hätte ich nicht gedacht, aber schlechte Mitnahme von Fake hier. Und das habe ich gerade ein bisschen unterschätzt, wie er da durchläuft. Aber dann stehe ich genau richtig mit Verratti. Lacazette, merkwürdige Ballannahme, deswegen dauert sein Pass zu lange. Fuck! Lacazette, beeil dich doch mal!
Ja, da geht das nicht schlecht. Boah, wenn er halt direkt durchläuft. Sehr geil. Das war allerdings nicht so geil und oh, ich hatte kurz Angst. Mal wieder eine von meinen seltenen Flanken, die dann doch zu einer gefährlichen Situation kommt. Aber die mache ich fast nur, wenn ich einfach sonst nicht weiter weiß. Es ist mit Aurelius. Ist schon wieder ein Tor nach einer Flanke. Und diesmal hätte ich nicht gedacht, dass er das macht. Aber er macht so krass oft, also in Anführungsstrichen, so oft Kopfballtore als Außenverteidiger. Gibt es überhaupt nicht. Auf jeden Fall der kopfballgefährlichste Außenverteidiger bisher. Das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo er das macht. Was geht ab mit dem? Nice. Und das in so einem Spiel, klar Lackertor, aber in so einem Spiel nehme ich das Lackertor mit, weil der Gegner ist nicht schlecht. Oh nein, oh nein. Ich wollte gerade sagen, Gon Alonso holt sich so viele. Holt sich so viele Bälle und dann verliert er ihn halt leider wieder. Jetzt mal Todeskonter. Läuft dir keiner mit. Man war noch nicht nah genug dran. Leider schlechter Pass von Aurier, kann man nicht anders sagen. Alu-Treffer von Ribéry. Der, also wenn der einen Distanzschuss hat, macht er entweder einen Alu-Treffer oder geht rein. Ganz einfach. Was anderes macht er nicht. Tunnels. Mist, Ribéry, mach das Ding doch rein. Da steht jetzt 2-0, alles gut. Ich habe einfach geflankt, weil ich Angst hatte, wenn ich einen Ball stopfe, geht das aus. Stopf. Wenn ich einen Ball stopfe, geht das aus. Deswegen habe ich einfach nur geflankt. Aurier macht nicht nur ein Tor, sondern auch noch richtig geil, wie den Gegner da abläuft. Das war aber halt auch ein krasser Pass, dass der einfach so ankommt, ist frech. Aurier macht. Also wenn er so weiterspielt, Aurier dann. Spieler des Tages sollte klar sein, oder? Hat keine Ausdauer mehr, weil er so viel durchgelaufen ist. Schade. Ist aber egal, was sich hier den Ball wiederholt, auch ohne Ausdauer. Ach, ich habe den Ball nicht mehr gesehen. Fuck. Klick. Scheiße. Hat halt keinen guten Passklick. Kann halt gut verteidigen, aber der Pass war nicht so geil. Er macht jetzt auf jeden Fall krass viele Aufbaufehler. Oh nein, nicht so einen Scheiß raushauen. Puh. 2-0 wäre eigentlich schon drin gewesen, ne? Der Gegner hat so viele Fehler gemacht, wir haben es einfach nicht gut ausgespielt. Aber jetzt in der Hälfte dafür, passt auf. Oh, zum Glück kein Foul. Aber das.
Was für Idioten. Der sollte auf Aurier passen. Meine Fresse. Alter, tat das weh. Scheiße, Mann, den Ball hat man eigentlich schon doppelt. Hier ist das kein Abseits. Was für ein Scheißpass. Ich glaube, Lacazette muss mal wieder dahin verhauen hat. Danke, Robier. Gefällt mir nicht, wie das gerade läuft. Wir müssen ganz schnell das 2-0 machen. Genau aus dem Grund gefällt mir nicht, wie es gerade läuft. Wir hatten die Chancen zum 2-0. Wenn er da hinfällt, 11 Meter. Schöner Schuss von Fekir. So, und jetzt bitte einfach noch das 2-1 auf die gleiche Art und Weise machen. Weil irgendwie war es ja ausgleichende Gerechtigkeit, dass es beim Gegner geklappt hat. Klick hat den Ball, verliert ihn wieder. Oh mein Gott. Alonso macht seinen Fehler wieder gut, sehr schön. Konzentration, komm schon. Er stellt zu, er stellt zu. Ich wusste, dass er den direkt schießt, aber aus der Entfernung, also aus der Entfernung habe ich noch keinen direkten Freistoßtreffer gefressen. Sollte nicht dahin gehen, der Pass. Wir wechseln mal Fekir und Player und Ribéry sind Blatt, ja Player auch, aber das ist nicht so wichtig.
schade. Man macht halt auch einfach keine Fehler mehr im Aufbauspiel. Das ist halt auch super auffällig. Die halt wirklich am Ende der ersten Halbzeit massiv gemacht hat. Ist halt ein, ja, es ist kein richtiges Foul, aber wenn er das nicht macht, passiert das nicht. Da hat er einen schönen geilen Fehler gemacht und wir haben es tatsächlich geschafft, den Fehler einwandfrei auszunutzen. I love it. Und dann ein schöner flacher Abschluss ins lange Eck. Wunderbar mit Player. Richtig, richtig geil. Oh, das war richtig gut gemacht. Krasser Fehler vom Gegner, den war einfach wunderschön. Er hatte zwei Fehler. Erstens den Abspielfehler und dann den Fehler in der Viererkette, den ich dann tatsächlich... ausnutzen konnte. Sehr schön von Verratti. Das war natürlich Vogelwild. Es wird natürlich auf Zeitspiel gegangen. Der Gegner ist nicht so schlecht. Also gerade in der zweiten Hälfte ist er deutlich besser geworden, wie ich finde. Der Rabi, neuer Mann, das war's für das Spiel. Oder halt auch nicht, weil ich zu blöd bin. Vier Minuten Nachspielzeit. Ach du Gott. Rot? Rot? Nee, nur gelb. Das Lustige an diesen Frustfouls, die ich ja ab und zu, nicht oft, aber ab und zu auch mal mache, die bringen halt nichts, weil die kosten halt nur Zeit und helfen dem Gegner im Endeffekt. Er hat Toni Kroos eingewechselt, den hat er nicht von Anfang an gehabt, oder? Hab ich den nicht gesehen. Wird ja nicht oft gespielt durch seine... Durch seine... Der hat sich halt nicht verletzt, da hat er nur einen Ball getroffen. Durch seine geringe Pace wird ja nicht oft gespielt, der gute... Der gute Toni Kroos, das ist eigentlich schade. In irgendeinem FIFA habe ich den mal als ZOM gespielt gehabt, weil er einfach mega geil war. Und ich da Pace nicht gebraucht habe, zumindest ziemlich lange in meinem Bundesliga-Team, also da war er noch bei Bayern. Player und Aurier Vorlagen, wieder zwei Verratti. Der Verratti hat jetzt in zwei Spielen 5 Scorerpunkte gemacht. Also nicht mal zusammenreißen wir dann. Also ironischerweise gemeint natürlich, richtig geil. Was für ein Monster. Geil, wir sind im Finale. Schön. Das spielt jetzt auch noch logischerweise, aber in einer neuen Aufnahme. Und oh, dann nehmen wir wieder Aubameyang. Das wird natürlich interessant. Vielleicht kann er der große Pokalheld werden. Tja, jetzt haben wir hier über 50. Das heißt, Verratti macht in mehr als jedem vierten Spiel einen Scorerpunkt. Als Sechser. Wohlgemerkt, als Sechser. Das ist so krank. Ich meine, klar, er bekommt halt auch Scorerpunkte durch seine Flanken. Und dann Ecken, also die Flanken, die er dann halt nach einer Ecke schlägt und die dann halt vielleicht vom Aurier verwandelt werden, aber er schlägt halt ja auch wirklich geile Flanken, das habe ich ja gemerkt im Vergleich zu Vidal. Das ist so ein krasser Scorerwert. Wir können bestimmt bei den 200 Spielen jetzt locker 14 Spiele abziehen, wahrscheinlich ohne Probleme. Es sind so viele Abbrüche gewesen, so viele Bronzegegner, so viele halbe Spiele nur, dass wir bestimmt 14 abziehen können. Das sind 200 Spiele dann und er hat in 200 Spielen 51 Scorerpunkte. Das ist mehr als in jedem vierten Spiel ein Scorerpunkt. Das ist krass. Vor allem die 22 Tore sind halt einfach Tore. Das sind keine Vorlagen, wo man sagen kann, er hat halt mal eine Flanke nach einer Ecke geschlagen. Sondern es sind einfach mal Tore. 22 Stück, das ist schon krass. Und Aurier, ja, ist jetzt schon bei mehr Toren als Vorlagen. 4-3. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben.
Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt im Finale das Ding hier reißen und gewinnen. Weil, ja, es wäre einfach geil. Erstens kriegen wir da ein Pack. Zweitens sind wir für die Weekend League qualifiziert, also wäre optimal. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Okay. Ja, meine Tastatur reagiert gerade wieder nicht und macht immer solche Piepgeräusche. Ich glaube, die können das sogar hören. Und dadurch kann ich es gerade nicht abbrechen, die Aufnahme. Mal gucken, ob es jetzt geht.